Jo, Premier, was hast du dazu sagen? Ich hoffe, alles ist besser. Alles ist besser. Enttäusch mich nicht. Fängt schon mal besser an als alles andere. プレミアも AI だよ。キリト、皆さん、こんにちは。 Hallo, was? Fremde? ここはどこですか? え?どこって SBC グロッケンだけど。 そういう意味ではないのです。 この GGO という世界は Es ist ein Kontinent im südastral-pazifischen Datenstrom unseres Systems. Eine postapokalyptische Zukunftswelt. Ein VR-MMO mit dem Keim erschaffen. Keim? Wurde das im Deutschen nicht als Samen übersetzt, auch einfach nur? Naja, also ich fand meine dritte Möglichkeit, ne, besser. Okay, wenn ich auf jeden Fall mal irgendwann Hollow Realization spiele. Ein Grad, ein Ground, what? Ein Ground, クローズドベータでプレイヤーを集めてサービスされたソードアートオリジンっていうVR-MMOのことなんだ。ああ、そういえば聞いたことがあるわ。あのデスゲーム、SAOと世界観が似てるんでしょ?そうだ。魔法こそ存在しないが、オリジンは剣とファンタジーの世界なんだ。なるほど。確かに全く違う世界から来たんじゃ混乱するのも無理はないわね。 Solange es hier auch ein Schwert gibt, ist alles in Ordnung. Das ist irgendwie schwer zu erklären. Denk nicht zu viel darüber nach. Ich habe viele Bogen gemacht. Du wirst gefragt, ob du das machen willst. Wozu brauchst du für jede Kleinigkeit meine Erlaubnis, Mann? Ich glaube, du kannst das. プレミアの生きてきた世界より ずっと文明が進んでいる世界なのです。ずっと先の人間はたくさん頑張っていろんな発明をしたのです。それで銃が生まれたり剣も光るようになったり塔のような建物も作って、とうとう空に届くかと思ったら本当に空を飛び越えて宇宙に行ってしまったのです。空を移動? それは神の力ですか?人の力です。たくさん頑張ったから、人はすごく偉くなったのです。でも、みんなが偉くなってしまったら、褒めてもらえないですよね。自分だけ褒められたかった人たちは、喧嘩を始めてしまったのです。もしかして、この GGO という世界は、その戦争の後の? そうなのです。人が喧嘩して散らかしてしまった世界。プレミアから見れば、ずっとずっと先の世界みたいなものです。やっぱり少し難しかったかしら? Ich glaube, das ist es nicht so. Ich glaube, wir haben sie verwirrt. Nein, ich glaube, sie versteht das. この世界へ来たばかりだったら、混乱していたかもしれません。 Aber jetzt, Kirito und
の世界を見て回った後なので多少は理解できます。そっか、それは良かったよ。文化がいろいろと違うことも理解できました。皆さんありがとうございます。でもそうだな、せっかくだからもう少し具体的な説明をしてやってもいいかもな。ああそうね。ねえ、ちょっとプレミアを案内してあげましょうよ。 Wohin? Ich hoffe nicht mein Bett. Gute Idee. Was meinst du? この世界のことがよくわかる場所といえば、そうね、あの辺かしら。Nein, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber ich gehe mal mit dem Flow mit, ne? ここは廃墟よ。昔はここでたくさんの人たちが幸せに暮らしていたはず。それがこんな状態に。人々はどれだけ文明を発展させても争うことをやめないのですね。プレミオ、アイングラウンドでも同じように争いが起きました。私もあの世界で双子の女神という役割を与えられ、苦しい思いもしました。そして人々は幾千万の年月を経ても同じようなこと。スポイラー。 Aber nicht alles ist schlecht. Es gibt auch Zusammenarbeit. Ah, nicht alles ist schlecht. そうよね。私たちを見てよ。そんなに捨てたもんじゃないでしょ。Doch, genau der Typ ganz rechts, der ist besonders übel. Hust, hust, keuch, schluck. Ah! Premia und Kirito たちにも繋がりのようなものがあると思うのです。そうよ。Kirito さんたちの仲間だからこそ、あなたもここに来たんでしょ。すべてを悲観的に捉えなくてもいいと思うわよ。Ich hoffe, du findest dir Freunde.Sei ein Sendbote des Friedens. Jo, komm. Hi. So, das ne. Nehme ich. Die Leute sind verschiedene Leute. Ich schon hier, du Kirito たちと同じように。心のどこかに優しい火が灯るような、そんな感じがします。プレミア。ありがとう。なんだか私も嬉しいのです。Ja, ne? Oh. Beliebter Spieler. Keine Ahnung wofür, aber. Wait. Wait, der taucht echt nicht. Ich glaube, das Problem hatten wir schon mal. Ja, dann. Eben nicht. Was? Achso, wir hatten, glaube ich, schon einmal eine Szene, oder? Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Ja, du bett ich jetzt. Ein Date, das kann. Das ist doch, wenn zwei Menschen sich sehr nahe stehen. Ausgehen, stimmt's? Verstanden. Das will ich mit dir ausprobieren. Wo ist deiner Meinung nach der passendste Ort für ein Date? Ein Ort mit einer schönen Aussicht bei Nacht? Zu Hause bei allen anderen? Irgendwo, wo wir uns beim Essen entspannen können? Na, gehen wir mal mit Letzterem. Wie bei einem gemeinsamen Essen? Verstehe. Diesen Wunsch will ich gerne erfüllen. Dann gehen wir. Ich kann es kaum abwarten, diese Erfahrung zu machen. Boah, das war sogar richtig. Nice. Konbanwa. Hallo, wie kommst du denn plötzlich hierher? Warum muss ich gerade so ein bisschen an den No Game No Life Zero Movie denken? Ich hab keine Ahnung. Arigatou gozaimasu. Also ich hab Ahnung, ne? Kyou wa iroiro na koto o keiken dekimashita. Dore mo shinsen de kyoumibukai koto bakari deshita. E? Suimin wa hibi no kyoku o seiri suru tame ni hitsuyou desu ka? Sou nan desu ne.ただ心身を休めるための行為ではなかったんですね。それなら今日は特に念入りに眠らないとダメですね。え、どうして笑うんですか？Keine Ahnung. 念入りに寝るという言葉がおかしい。
ほど。確かに言われてみれば変かもしれません。Kais und schlafen. ありがとうございます。また一つ学習することができました。これを整理するためにも、もう寝ることにしますね。それでは、おやすみなさい。その…Das war eine, wie soll ich es ausdrücken? Es war eine aufschlussreiche Erfahrung, schätze ich. Das kann man wieder so missverstehen. Was für eine Erfahrung, bitte. Ich weiß zwar nicht, warum ich, aber ich fühle mich ruhig und zufrieden. Das möchte ich einmal mit dir wiederholen. Schwarzblende erzählt alles, Leute, wie immer. Wie immer. So, lass mich raten, jetzt sind beide weg, ne? Ah. Kennt man ja. Kennt man ja. Leute verschwinden einfach. Ah, zum Glück kann solche Schwarzblinden nicht mit den anderen. Aber was das ja nicht ist, kann ja noch werden. Bewegen und... Wir haben mit Premiere auch wieder mehrere. Ja gut, hatte Rain und so weiter ja auch. Na, alter Mann. Nando. Okay. Ich bin irgendwie durstig. Soll ich dir etwas kaufen? Halte noch etwas durch. Dann gehen wir in diesen Laden rein. Ah, nehmen wir wieder Letzteres. Ja, warum eigentlich nicht? Machen wir eine Pause und gehen rein. Wow. Just wow. Okay, dann halt noch etwas durch, würde ich sagen. Ja. Es muss wohl ein Feiertag sein. Mir fallen heute so viele Leute auf, die als Paar unterwegs sind. Haben die alle ein Date? Wenn ich raten müsste, wahrscheinlich. Ja, genau wie wir beide. Ignoriere sie einfach. Nee, ja, genau wie wir beide. Oh, wow. In der Tat, nach meinem Verständnis stehen sich Personen, die sich körperlich nahe sind, auch emotional nahe. Auf Grundlage dieser Erkenntnis schlage ich vor, dass auch wir uns in den Arm nehmen und das Bett besuchen. Wenige Stunden später. Du wolltest meinen Arm... ja, warte mal. Natürlich. この世界のことでちょっとわからないことがあります。あなたならきっと答えてくれると思ったので、お休みのところすみません。実は今日のクエストで。Also, du störst nicht. Aber ja. ああ、なるほど。そういうことだったんですね。Schwarzblende und schon wieder habe ich komplett keine Ahnung, worum es geht, aber. 理解はできたと思います。いろいろと複雑な用語が多くて、まだ整理できていないです。でもこういう時こそ、寝て整理すればいいんですね。Sofern das reicht, also eine KI kann das wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht, wenn ich schlafe, schlafe ich. では早速。今日もここで寝てもいいですか？Nimm mich in den Arm. Und nicht auf den Arm. Arigato gozaimasu. Ah, demo douse nara, mou sukoshi shitsumon shitemo ii desu ka? Nur zu. Kondo wa kono sekai no buki nitsuite shitsumon sasete kudasai. Meishou nitsuite muzukashii tango ga ooi to omou no desu ga. Könnte sagen, dass es, sein, dass es entweder Codes sind aus Buchstaben und Zahlen oder irgendwelche fremdsprachige Wörter. できましたが、頭が少し追いつかなくなってきました。え、こういう状態を頭がパンクしたと言うんですか？それは面白い表現ですね。また一つ勉強になりました。そろそろまた寝て、頭を整理した方がいいんでしょうね。その。Ja, können wir gerne wiederholen. So, jetzt. Nee, oder auch nicht, weil es nicht geht. Jetzt muss ich aber wieder die Map resetten. Und ich glaube, Joe hat nämlich noch ein weiteres Event danach. Aber gut. No, nehmen wir einfach mal so hin. Und gucken, was der alte Mann, oder eher gesagt, gute Polizist,
den jetzt so für uns bereithält. Nachdem ich gesagt habe, halte noch etwas durch. Kannst du dich einfach ignorieren? Ja, okay. War irgendwo klar. Ich wollte es trotzdem irgendwie anklicken, in der Hoffnung, dass doch irgendetwas Lustiges dabei rauskommt. Aber nein. Dadurch tun wir uns noch eine Ladesequenz an. Ich hoffe, das ist aber wirklich das letzte Event und der hat nicht noch eins. Aber das mit dem Personenladen zackt halt schon irgendwie hart. Nando. Liefer, Liz und Celica hatten wir durch, ne? Soll ich etwas kaufen? Das ist echt nett von dir, aber es geht schon. Gehen wir rein und suchen uns gemeinsam etwas. Wo ist da der Unterschied zu meiner letzten Lösung? Mein Gott, ey. Wenige Stunden später. Hey! 今日も寝る前に小粋なトークショーとしゃれ込もうぜ. Hanna hat in dieses Bett gemacht. わかってるって. 仲良くなっても Lass nur den ersten Satz nach meinem Satz stehen und das wäre lustig. Sorry, demo かまわないぜ。じゃあ、何から話すか。お互いをよく知るためだからな。ゲームの攻略話はいつもしてるし、それ以外にしようぜ。 Dann habe ich eine Frage für dich. Wie lang? Ah, so da. 俺様の飼ってる 猫の話をしてやろう。こいつがもう結構な年でな。動きも鈍いし、めったにニャーとも言わねえ。加えてよく食うだけのデブでおまぬけなジョーちゃんなんだが、そういうところもスイートなのさ。寝るときは必ず俺様に体をこすりつけるように寝るんだ。その寝顔を見てるだけで幸せになれるってなもんよ。 今度うちの猫の映像を見せてやるぜ。ほとんど動かねえけどね。 Ach, Katzen haben immer schon ihre eigene Art, einen zu bezaubern. さ、じゃあ次はお前さんの番だ。 Nein. お前さんはなんか動物は飼ってるのか? Nein, leider. Tierhaarallergie. なんだ? もう寝てるのか? ま、仕方ないか。 今日のクエストはハードだったからな。そうして身を寄せて寝てる姿、うちのジョーちゃんに似てるぜ。お前、ありがとうな。ああ、warum kannst du nach sowas nicht trotzdem einfach da sein? Aber hey, in der Hoffnung, dass das jetzt das letzte Mal laden war und dass hier jetzt das letzte Date. Das schiebe ich noch, egal wie lange es ist, jetzt einfach mal in diesen Part rein. Und danach können wir uns mit der Flügel begeben. Vielleicht habe ich das nächste Mal auch die Freundschaften und so weiter alle auf 100% Level 4. Es gibt einige Dinge, denen sich ein Mann nicht entziehen kann, weißt du? Du musst immer wie ein echter Mann wirken, oder Joe? Ja, man muss sich behaupten. Man kann jedoch nicht immer gewinnen. Ja, man muss sich behaupten. Ich wusste, du würdest das sagen. Es gibt manche Dinge, die zu wichtig sind, um sie kampflos aufzugeben. Es war so klar, dass Joe das haben will. Dass ich das letzte Mal einfach so eingeschlafen bin, als du von deiner bezaubernden, süßen, faulen Katze geredet hast. この前ここでお前さんが俺様の話の最中に寝ちまったことか。 Wo? Wieso sollte ich sonst mich entschuldigen? 気にすんな。お前さんは最近頑張ってるからな。疲れが溜まってたんだろう。むしろ役得だったぜ。お前さんの寝顔を見られたからな。なんとお前さんの寝顔は。 うちの猫に似てるんだ。うちのジョーちゃんは普段は仏頂面なのに寝てる時は可愛いのなんの。
何を赤くなってるんだ？寝顔を見られて恥ずかしい？お前さん、意外にピュアなんだな。いや、最初はアファシスちゃん目当てにお前さんとの距離を縮めるつもりだったが、最近はお前さん自身とのトークを楽しめるようになってきたと思ってな。アファシスちゃんのことは置いといて、これからもこうして仲良くやってこうぜ。おう、ない、別にしょうない、別にしょうない。俺様とお前さんはフレンドなんだからよ。フレンドってのは、ただの MMO で連絡し合えるプレイヤー同士って意味じゃない。Solltest du jemals Probleme in im Real Life haben, sag mir Bescheid, ich bin Polizist. 共に戦う親友って意味だからな。これからもよろしく頼むぜ。ありがとうな。Jo. Also mit Joe war das schon etwas harmloser, muss ich mal sagen. Aber in der Hinsicht schade, dass er kein CG bekommen hat. So, wir haben halt wirklich alles durch. Das heißt für mich so viel wie, ja. Gehen wir mal einfach mal bei Itsuki wieder vorbei, weil ich da eigentlich so gesehen nie mehr war, seitdem ich ihn gelevelt habe per Freundschaft. Vielleicht entdeckt man ja was. Nein. Außer lass uns reden, vielleicht doch was. Nein. Okay, nichts Besonderes. Ja, dann würde ich sagen, das nächste Mal steht die Glocken vor der Tür, es sei denn, es gibt erstmal dann noch ein anderes Event mit durch die restlichen Freundschaftslevel. Glaube ich zwar nicht, weil nicht mehr als 30-40% fehlen und normalerweise gibt es ab da schon keine Events mehr, schon gar nicht, weil ich die ganzen Achievements dafür schon bekommen habe mit Freundschaftsleveln. Ich glaube 75%, 70% oder 50%, was soll denn? Ach, Entschuldigung, die Grenze dafür. Aber da kann man sich ja mal erstmal noch den Schluck auf, warum jetzt Status angucken, ne? Wie gesagt, ich baller jetzt erstmal alles in Bewegung. Intelligenz, Vitalität und Glück sind mir dann erstmal scheißegal. At the moment, ja, Waffen kommt wie später. Ah, nein. Welche Waffen ich habe? Oder so, wie wir sehen, ich konzentriere mich jetzt eigentlich erstmal darauf, so offscreen die Gatling Kanone voll zu machen, weil ja, es ist so nervig, wenn ich die Gatling Kanone habe, ihr seht, ich habe 1999 von 2000 Gewicht gerade so, ne, drin, dass ich sie mitnehmen kann, aber auch nur, wenn ich dann eine Schrotflinte oder eine Handfeuerwaffe benutze. Alle anderen Waffen kann ich schon nicht mehr benutzen, weil das das Gewicht überschreiten. Und Schrotflinten, Sturmgewehre und Granatenwerfer kann man auch ganz gut, sage ich mal, im Part, wenn wir die Glocken oder so weiter machen, leveln. Aber ich würde sagen, die Gatling-Kanone bleibt so lange drin, bis ich sie gemaxt habe. Und dann ist sie endlich raus. Wird wahrscheinlich in der Flügel noch passieren. Weil die dauert ein bisschen. Besonders gut ist sie allerdings, wenn man sie gegen den Torwächter benutzt, weil ist ja nicht vom Schaden abhängig, ne? Und Metall bekommt meistens nicht so viel Schaden, ne? Also alles gut. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwann endlich mal alle fertig haben. Ja, Skills. Ich habe immer noch nicht das Achievement für die ganzen Skills, aber wir haben schon einige mehr. Wofür ich die 90 Punkte sparen wollte, weiß ich allerdings gerade nicht mehr. Ah, genau. Das Einzige, weswegen ich Intelligenz leveln würde, wäre das hier. Intelligenz auf 17. Dann hat man nämlich Falkenauge 2 noch wenigstens. Das auf jeden Fall nicht mehr. Da bin ich ja bald bei Gerät verstärken 3. Ja gut, ne? Hier brauche ich auch noch Bewegung. Schießwütig ist immer gut. Das habe ich nämlich schon. Wofür hatte ich die 90 AP aufbewahrt? Ja, die ganze Sache, ne? Level ich nur so viel ich kann und dann mal gucken. Ich muss ja eigentlich nur so viel wie möglich kaufen. Ja, für die Intelligenz könnte ich auch noch mal einfach nur um den Skill irgendwann zu kaufen und ihn zu haben. Das da vielleicht auch noch. Aber nicht allzu viel. Es muss erstmal alles in Bewegung gesetzt werden. Oh. Ich habe explosives Schuss schon fertig. Ja, gut, okay.
Ja, das könnte ich auch nehmen. Theoretisch müsste ich gucken, wie viel ich an AP jetzt wieder eintauschen kann, weil dafür hatte ich es, glaube ich, aufbewahrt. Ich habe finally den Hitze-Detonator 3. Finally. Okay. Weil da dachte ich mir nämlich, bis ich quasi Nemesis Salve 3 mache ich nicht, weil ich keine Raketenwerfer mehr benutze, sondern nur Granaten. Das habe ich nämlich auch schon. Ja, die ganzen Nahkampfangriffe, für die ich sparen könnte. Oh, taktische Rolle 2 kann ich auch endlich benutzen. Würde ich mir denn überlegen, wenn ich wieder Schwert- und Handfeuerwaffe reinnehme? Auch wenn ich dann schon wieder nur noch 2 Angriffskills habe. Oh, mal gucken. Und die ganze Sache, die könnte ich alle noch kaufen. Dich kann ich jetzt auch endlich holen. Schwertbarriere 2 ist sehr wichtig. Dich kann ich auch sogar schon holen. Schade. Ich finde, der Spitzennagel ist einer der wichtigsten Nahkampf-Spells. Trifft auf jeden Fall am meisten. So, aber ja. Ich kann wenigstens jetzt endlich die verdammten Millispells kaufen. Bis auf die und die, aber die kommen noch, ne? Und die dann endlich leveln. Oh, da freue ich mich auch wieder drauf, wenn ich mal endlich alle Waffen gelevelt habe und mit Schwert wieder rumlaufen kann. Freut mich. Okay, na, dann würde ich sagen, lang genug geredet. Das nächste Mal gehen wir dann wieder in Action. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.